Männer, nur durch euch werde ich zum hysterischen Delfin, zum Ausflipper. In Gedenken an die Abwehr des FC Bayern München erzünde ich jetzt was? Das letzte D-Licht. Oh, gar kein. 0-3 gegen Man City, sagt der Tuchel. Er sieht das Ergebnis nicht. Nee, Thomas. Ich rieche das Ergebnis auch nur, weil mein Bauchgefühl hat mich gerade verlassen. Der Tuchel, ich sehe das Ergebnis nicht. Ja, da musst du mal die Augen aufmachen. Mensch, man sieht das auch aus dem Upamecano mit einem Opamecano. Der Sané ballert 8-mal aufs Tor, Musiala eine Halbchance und alle Experten sagen, Mensch, was war der gut? Und der Müller, was machst du mit dem? Ist jetzt nur noch Co-Trainer oder was? Kommt dann irgendwann in der 12. 80. Minute. Ganz ehrlich, ey. Zur aktuellen Situation der Bayern. Kader, Trainer, kann ich nur sagen. Nur weil du ein paar geile Zutaten noch im Kühlschrank hast, würfelst die dann zusammen. Und brutzelst die mit Butter in eine Pfanne an. Da hast du echt ein geiles Gericht, machst aber auf der Basis ein Restaurant auf. Da kriegst du statt Michelin-Sterne maximal Michelin-Reifen. Nö, Hermann! Dein Motto ist auch, lieber ein Bauch als gar nichts Hervorragendes. 100 Millionen Euro Investition für einen Spieler, ja. Kannst mal 11 nehmen, dann reicht das vielleicht für die Bayern. Mit Investitionen für Spieler ist wie mit günstigem Alkohol. Je billiger der Stoff, desto schlimmer der Kater. Und Man City hat halt aktuell die feinste Kiste Champagner auf dem Platz stehen und noch auf der Bank sitzen. Und die Bayern eher so eine Packung bunte Klopfer vom Penny. Aber um es in Bratzos Worten zu sagen, liegt nicht am Trainer. Wenn selbst schon die UEFA auf Social Media schreibt, a penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now. Denke ich mir krass. Jetzt wird ein Pennymarkt nach den Gedanken von Julian Nagelsmann benannt. Hat er auch irgendwie nicht verdient. Andi, soll ich dir mal sagen, warum deine Pflanzen immer vertrocknen? Weil du nur auf dem Schlauch stehst! Und in der Bundesliga Abstiegskampf pur, Schalke gegen Hertha. Ist für mich wie so ein Besuch beim Musical. Sei denn, du guckst Cats und hast einen Laserpointer dabei. Dann geht's. Wobei die Hertha es jetzt ja tatsächlich geschafft hat, Leute zu finden, die in das Projekt, wir nennen es nicht mehr Big City Club, Kohle reinpumpen. Hertha-Treffer heißen ab jetzt auch Investor. Muss halt erfinderisch sein. Wenn das Hertha-Präsidium in eine Polizeikontrolle kommt, der Polizist sagt, sie sind zu schnell gefahren, dann macht der Bernstein das Handschuhfach auf und brüllt rein, Brücke an Maschinenraum, weniger Kohle, wir sind zu schnell. Stefan, jetzt weck doch mal das Tier in dir. Wobei, auf dem Platz brauche ich auch keinen Esel, ey. Ich glaube, die Bundesliga wäre nichts für mich als Trainer. Wie soll ich denn da anfangen? Wenn da sitzt beim Gladbach-Vorstand und die dann fragen, wie erklären sie sich ihre Lücke im Lebenslauf? Also hier bei Borussia Glück auf 07. Die sagen Gegenfrage. Wie erklären Sie sich Ihre Lücke in der Personaldecke? Und dann würden wir uns gegenseitig mit Eiern beschmeißen. Beim VfB Stuttgart, da kommst du gar nicht zum Vorstellungsgespräch. Weil der Präsident Vogt, wenn er am Schreibtisch sitzt, ne, und mit der Gürtelschnalle dagegen kommt, jedes Mal herein ruft, Kevin! Boah, der ist so hohl. Steht er letztens an der Kasse mit einer Avocado und fragt die Kassiererin, hör mal, wann ist denn da endlich wieder mal ein anderes Spielzeug drin? Der Holzball wird langsam langweilig. Und ja, nochmal. Du hast selbst so komplizierte Texte schreibt, dass man sie nicht mehr versteht. In Gedenken an die Abwehr des FC Bayern München zünde ich nochmal. Mit Investitionen für Spieler ist wie mit günstigem Alkohol. Je billiger der Stoff, desto hässlicher ist der Kader. Ja, desto Schalke gegen Hertha. Das gucken müsste es fast so schlimm wie ich. Ja, nochmal. Und in der Bundesliga sag mal. Schießt die Hertha ab jetzt Treffer? Nee, nochmal. Kevin! Boah, der ist so hohl. Steht da letztens. Nochmal. Kevin! Boah, ist der hohl. Nochmal, sag mal.